Heute habe ich mir nochmal vorgenommen, mit den Palettenmessern zu arbeiten. Denn letzte Woche hatten wir ja diese wunderbaren Werkzeuge und es hat ja auch echt Spaß gemacht. Heute möchte ich aber auch die Nagelbürste verwenden, den Spachtel vielleicht, weiß ich noch nicht, und halt die anderen Palettenmesser. Ja, mal schauen. Ich weiß es noch nicht genau. Ich wollte was machen wie diese Blüte hier. Und ja, sonst mit der Kohle vorzeichnen. Oder halt auch einfach mit einem Bleistift, einen ganz normalen Bleistift kannst du nehmen. Skizziere ich mir jetzt hier mal eine Vase mit ein paar mit Flieder. Also ich habe mir irgendwie Flieder für heute vorgenommen, weil ich gehe die ganze Zeit an den wunderschönen Fliederbüschen vorbei. Kann ich die auch noch ein bisschen stärker umranden und dann kann ich auch noch mal die Kohle dazu nehmen, mir so Merkmale einfach setzen. Also einfach einmal die Kohle ein paar Linien nachziehen, dann habe ich hoffentlich so eine bessere Vorstellung, weil im Moment weiß ich noch gar nicht so richtig, wie es aussehen soll und wie ich vor allen Dingen die Werkzeuge zueinander kriege, was man sich so manchmal für Aufgaben stellt. Das sieht immer witzig aus. Ja, genieße das. Genieße einfach jeden Moment, egal was du gerade machst. Also ich mache jetzt erstmal was mit Grün, yes. Ich weiß schon, ganz viele möchten gerne mal wieder was Grünes sehen. Mit Flieder kombiniert, ja, schwierig wahrscheinlich für viele. Hier ist ein Haar, das erstmal wegmachen. Ja, und jetzt nehme ich gleich Schwarz dazu und vermische das auch. Bleibe mit dem Mischen aber eher hier unten gerade. Aber ich mag halt nicht diese reinen, grellen Grüntöne. Die stören mich immer so ein bisschen. Also so, dann nehme ich aber eine neue Bürste für die neue Farbe, also eine andere Farbe. Und dann nehme ich jetzt, was nehme ich denn? Ich nehme. Könnte so ein Lichteinfall sein. Deswegen habe ich jetzt noch kein Violett genommen. Ja, wenn man noch keine Vorlage hat, dann muss man sich ja noch alles erarbeiten. Und deswegen finde ich es ganz schön, wenn du auch solchen Prozess hier miterleben kannst. Ich denke, ich setze jetzt mal ein bisschen den Flieder an, sodass ich auch eine bessere Vorstellung bekomme. Aber das werde ich bestimmt gleich wieder vermischen. Ja, so habe ich auch gleich schon die Farben im Untergrund, wenn ich es jetzt verwische. Also das ist immer eine ganz gute Möglichkeit zum Üben. Flieder hat ja eher so eine starre Form, finde ich. Deswegen bin ich schon am Überlegen, wie ich das überhaupt auflöse. Jetzt will ich mal nicht auf der Fläche mischen, sondern ja auf der Palette. Esst viel Eis. Spaß, aber du kannst halt alles nehmen als Palette zum Mischen. Kannst mir ja mal schreiben, was ist deine Lieblingspalette? Worauf mischst du deine Farben? Ja, jetzt habe ich alle Farben angelegt. Jetzt muss ich das mal laufen lassen. Irgendwie habe ich in meiner Vorstellung, wahrscheinlich verwechsle ich den Flieder mit dem Blauregen. Den finde ich so schön. Der läuft immer so schön runter. Also das mag ich so und das will ich so ein bisschen mit einarbeiten. Kann ich nochmal ein bisschen Kontur schaffen. Ja, jetzt habe ich gedacht, das Grün greife ich jetzt auf erstmal und lasse hier so Rispen runterlaufen und werde so weißen Flieder machen wollen und violetten Flieder und probiere jetzt hier erstmal die Werkzeuge. Also dieser ist sehr gerade, damit kann ich kaum Kurven ziehen. Dieser ist, ja, da kriege ich die Kurve so ein bisschen besser mit hin und der kürzere eignet sich noch besser dafür. Ja, eigentlich wäre mir jetzt lieber nach Pinsel, ehrlich gesagt. Aber ich will das jetzt trotzdem einmal kurz
mal machen mit dem Palettenmesser, einfach mal sehen, was dabei rauskommt. Und du kannst wunderbar mit dem Mischen auf jeden Fall. Also das Mischen mit dem Messer finde ich auch immer sehr gut. Und dann ziehe ich das jetzt hier einfach mal rüber. Und du siehst, ich kann hier wunderbar so Kurven ziehen mit dem Werkzeug. Das macht natürlich Spaß. Und das, ja, kann man einfach mal machen. Und darüber lernt man ja auch wieder anders mit dem Werkzeug zu arbeiten. Wenn der Flieder in der Vase steht, dann ja, fallen die Blätter gleich so runter. Und das finde ich eigentlich immer ganz vom Anblick sehr schön. Ja, meine ambitionierte Stimmung kippt gerade. Und ich merke gerade, nee, das geht gar nicht dahin, wo ich hin will. Und es ist viel zu starr in die Form und es verliert so die Leichtigkeit gerade. Und es ist nicht das, was heute so meins ist. Ja, wenn der weiße Flieder, manchmal ist er noch so hellgrün. Und da kann ich natürlich mit dem Werkzeug hier ganz gut auch mischen. So, jetzt habe ich mit dem Werkzeug gemalt und ich merke, es ist überhaupt nicht mein Ding. Also kann ich hier jetzt einfach für mich weiterarbeiten, so wie mir das gefällt und nicht wie es jetzt irgendwie im Kopf, wie ich mir vorgenommen habe. Und ja, das befreit mich jetzt schon mehr. Da komme ich wirklich mehr in die Richtung, was so meins ist. Und macht mir gleich viel mehr Spaß. Obgleich ich denke, nee, wenn ich mir das nochmal vornehme mit dem Palettenmesser, da brauche ich nur eine andere Idee. Das haut mit dem jetzt für mich so nicht hin. Aber mit dem anderen werde ich das bestimmt nochmal wieder aufgreifen, denke ich mir. Ja, 3 Schritte weiter. So ein schöner Flieger und so schwer auf gar keinen Fall. Das geht nicht. Das gefällt mir hier nicht. Alles viel zu schwer und zu massiv. Und deswegen kriege ich es hier auch gar nicht mehr aufgelöst. Und da bleibt doch nur eins übrig. Und das genieße ich jetzt ganz besonders. Die Farben mag ich jetzt viel lieber und da komme ich doch auch zu meiner alten Technik hier. Ein paar Linien wieder rauskratzen. Das kann ich jetzt gut verwenden. All das, was du schon gelernt hast, kannst du immer wieder aufgreifen. Immer was Befreiendes, wenn man mal sich durch irgendwas durchackert. Lichter hier setzen. Thank you.
sind sie doch noch fertig geworden, meine Blumen, passend zum Muttertag, denn heute ist Muttertag. Und ja, ich nehme das einfach zum Anlass, ein paar Blumen zu malen. Und du kannst es vielleicht auch zum Anlass nehmen, ein paar Blumen zu verschenken. Oder aber auch für dich selber. Also male dir doch auch ein paar Blumen, schenke dir selber ein paar Blumen oder verschenke sie. Also je nachdem, hab einfach Spaß beim Malen und genieße einen wunderschönen Sonntag. Danke, dass du da bist. Vielleicht gehst du einfach noch mal kurz durch die Straßen, da blüht er nämlich jetzt überall. Und das sieht immer so fantastisch aus, finde ich. Also viel Spaß beim Malen. Danke, dass du da bist. Danke für dein Abo. Danke für die Spenden. Und ja, ich wünsche dir einfach einen sonnigen, blumigen Sonntag. Tschüss. Heute etwas kopflastig gewesen bei mir und ja, die eigenen Emotionen doch zuzulassen und dieser Widerstand, der doch auch immer wieder beim Malen spürbar ist, das ist eben Malen und das ist so viel mehr. Und ja, du siehst einfach, ich kann dir natürlich ganz viele Vorlagen anbieten, die man einfach abmalen kann, aber das ist für mich halt, ja, das für mich gehört halt noch mehr dazu und das kann ich dir heute wunderbar zeigen. Deswegen habe ich das auch alles nicht weggeschnitten, sondern einfach mal, ja, dir auch mal solch ein Video gezeigt und ich hoffe, das verstehst du. Und siehst halt auch, ja, man, diese Ackerei, das Scheitern, das gehört einfach dazu und auch dabei eben nicht stehen zu bleiben und frustriert zu sein, sondern ja, komm, dann änder das einfach und das ist wie im Leben. Aufstehen, weitermachen, gucken, was doch Schönes wieder daraus entstehen kann. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Danke fürs Zuschauen, danke für dein Like, danke, dass ihr alle hier seid, danke, dass ich das darf, dass ich das hier so machen darf. Ihr mich auch dabei unterstützt. Danke.